Geiles Schild oder eher gestickt. Bring die Leine wieder raus. Ist Besuch. Hier, wir werden erstmal angepickt. Wieder mal. Genau so ist es. Wer will nicht durch ins Wasser gehen? Ja, ich weiß. Schweizer Allee 48 A. 48 A, ja. Ich sehe noch nicht. Ach so, der ist drauf.
Also erst bitte Ihren kompletten Namen. Mein Name ist Mustafa Karamullah. Können Sie den Nachnamen buchstabieren? K-A-R-A-M-U-L-L-A. Ja, wie ist denn aktuell, was ist denn überhaupt passiert? Können Sie es nochmal schildern? Ja, das Auto ist wahrscheinlich gestern Abend gestohlen worden. Und ich wurde heute auf der Arbeit von der Polizei angerufen, okay, dass das Auto im Wasser im Steiner Hafen liegt, dass es gerade gebongen wird. Dann bin ich hierher gekommen mit meiner Frau und habe das Auto gesehen. Das ist aufgebrochen und ins Wasser geschubst worden. Okay. Wann haben Sie bemerkt, dass das Auto gestohlen wurde oder nicht mehr da ist? Ich war auf der Arbeit. Meine Frau hat das heute Morgen gegen 12 Uhr hat sie das bemerkt. Sie wollte wegen meinem Sohn nochmal irgendwo hinfahren und stand das Auto nicht mehr auf dem Parkplatz, wo sie geparkt hat. Da haben wir gesagt, er hat mit mir telefoniert. Da habe ich gesagt, guck doch mal, vielleicht hast du umgeparkt. Aber nee, das Auto ist weg. Dann haben wir bei der Polizei angerufen, natürlich. Ja, wie war denn Ihr Eindruck? Wie sind da so die Gedanken, wenn das Auto plötzlich irgendwo am Kran durchs Wasser gezogen wird? Das ist natürlich schrecklich. Das tut weh, natürlich. Das Auto, dafür haben wir viel gespart. Das ja, findet man nicht so oft auf jede Ecke. Deswegen haben wir gedacht, ja, toll. Das war unser zweites Auto für meine Frau, wegen Kinder, dass sie mobil ist, dass sie auch mal zum Arzt, wir haben zwei behinderte Kinder, und dass sie auch mal zum Termine fahren kann. Ich brauche den Großen, damit ich zur Arbeit fahren kann. Jetzt fehlt uns das Auto. Kannst du kurz beschreiben, was für einen Weg die Diebe wohl zurückgelegt haben, was für eine Strecke das ist? Ich wohne in der Albert-Schweitzer-Allee und die haben jetzt wahrscheinlich von dem Punkt aus bis hierhin gefahren, wahrscheinlich, haben das Auto. Also von Albert-Schweitzer-Allee bis Steinhafen haben sie gefahren. Das heißt, für Sie heißt das jetzt auch erstmal umplanen, wie können wir die Kinder überall hinbringen, wie kommen Sie genau zur Arbeit und alles nur, weil irgendwelche Dollköpfe. Ja, weil wahrscheinlich zwei paar Knallköpfe, die das, ja, Freude am Zerstören haben. Ja, wie ist jetzt aktuell Ihre Gefühlswelt, was das angeht, wenn man sein Eigentum so sinnlos zerstört wird? Ja, Sie sagen das, sinnlos. Das hätte nicht sein müssen. Das Auto tut jetzt weh. Wir haben jetzt das Problem, dass meine Frau zu Ärzten kommen muss. Ich muss irgendwie zur Arbeit kommen, wenn ich mein Auto da lasse. Und es ist halt nur für uns das Problem. Also nur umplanen und organisieren, wie wir das am besten machen.